Schau mal, sind wir jetzt bei der Einkaufskontrolle? Also, bei mir gibt es Kohlrouladen, Rainer. Echt? Was kaufst du dir denn so von einem Geld? Sag mal. Also, ich war auch einkaufen und mach mir jetzt Kohlrouladen. Ich habe tatsächlich auch einen Krustenbraten gekauft, den habe ich aber von Lidl. Den habe ich mir auch genau angeguckt, weil ich halt auf sowas achte. Ja, dann werde ich mir mal die Kohlrouladen machen. Und ja, ich hatte heute auch noch nicht gefrühstückt, ehrlich gesagt. Ich muss das mal kleiner stellen, weil die Kartoffeln brauchen ja länger. Und ja, hoffe dann mal, dass mir die Sicherung nicht durchknallt und so. Das waren ganz nette Aktionen. Ja, so viel dazu. Ja, dann muss ich noch ein bisschen abwaschen und wegräumen. Und ansonsten, ja, in meinem Schlafzimmer habe ich eigentlich auch nicht weiter gemacht, obwohl das Rainer wahrscheinlich auch überhaupt nicht interessiert. Also erzähle ich einfach mal so. Und ja, ich hatte keine Lust, Mörtel zu kaufen irgendwie, weil ich dazu keine Lust habe. So einfach. Also bleibt das dann erstmal so und bis ich dann Lust habe, wieder zum Bauhaus zu gehen und die Fugen richtig zuzumachen. Obwohl habe ich schon, da ging ja jede Menge rein irgendwie. Ja, ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen. Habe ich ja schon. Ich habe ja genug erzählt irgendwie und aber wir singen Kohlrouladen, das ist doch super. Ja, ich wollte mich dann nur mal kurz gemeldet haben. Vielleicht zeige ich euch ja, wie ich meinen Krustenbraten mache, weil den muss ich heute nämlich noch einlegen. Werde aber heute nur die Kohlrouladen essen und ein paar Lebkuchen. Beweise, Beweise. Ich beweise, ich habe Lebkuchen. Ich habe tatsächlich Lebkuchen. Das ist so, das sind Systeme, ne? Manchmal denkt man auch so, hey, was? Salz habe ich vergessen. Siehst du? Salz. Jetzt muss ich wieder suchen. Habe ich das hingestellt da oben? Normalerweise ist immer alles an seinem richtigen Plätzchen, aber. Ich habe ja auch keinen Kleiderschrank mehr. Da war ja auch alles Mögliche irgendwie an Pulver, Krempel drin. Ja, musste den Kleiderschrank dann mal entwerfen. Stattdessen habe ich dann ja andere Sachen gefunden. Deswegen liegen meine Klamotten jetzt irgendwo in irgendwelchen Tüten rum, aber klar darf die Polizei gerne da reingucken. Die werden auch nichts finden, was ich nicht schon vor 10 Jahren besaß. Und ja, so war das dann. Verschwörung. Meine Wir singen Kohlrouladen-Verschwörung jetzt. So noch nicht, so noch nicht. Doch, war so. War alles so, wie ich das erzählt habe. Manchmal ist man dann doch nicht so toll. Ich habe mir auch einen Glühwein gekauft. Illegal, ne? Das ist ja jetzt illegal.
Den verstecke ich dann gleich erstmal. Aber ich weiß noch nicht, wann ich den trinken will. Es wird ja schon wieder wärmer. Das macht keinen Spaß. Das Klima macht keinen Spaß. Und wenn dann noch Eisensulfate über Stromleitungen gegebenenfalls, was ja auch stimmt, dann wird es noch wärmer. Und dann haben wir überhaupt keinen Schnee. Und das finde ich doof. Aber andere wollen ja auch keinen Schnee. Die wollen ja subtropische Klimaverhältnisse. So ökonomisch gesehen irgendwie voll fehl am Platz. Weil ich immer noch den Winter mag. Der gehört ja nun mal dazu. Das ist so. Was soll ich denn in Kairo? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich bin da ja auch nie gewesen. Ich war nur in Dublin. In Irland war ich mal, aber ansonsten. Und in Frankreich war ich mal, aber in Kairo war ich. Ich hoffe trotzdem, dass es noch schneit. Dann baue ich einen kleinen Schneemann. Dann werde ich versuchen, hier ein paar anzustiften, eine Schneeballschlacht zu machen. Bitte nicht gegen die Fenster. Mal gucken. So. Okay, Rainer, ich melde mich dann. Ich muss jetzt erstmal mein Futter machen und dann schauen wir mal. Ciao.